Ich bin jetzt für schon gemerkt, hast du das Loch da ab. Die Wiedereinreise nach Usbekistan geht zügig über die Runde. Wir staunen nur. In rekordverdächtigen 2,5 Stunden sind wir alle von Tadschikistan aus und nach Usbekistan eingereist. Nein. Das zweite Gastspiel in Usbekistan dauert 12 Tage und wir legen 2090 Kilometer zurück. Einreise am 12. September bei Oybek. Nach einer Nacht in Taschkent fahren wir zum Aydarkulsee. Das Städtchen Nurotta besitzt eine bekannte Wallfahrtsstätte. Dann endlich ist die Stadt Samarkand wieder offen. Das Staatspräsidententreffen ist zu Ende. Samarkand liegt an der historischen Seidenstraße, wie auch die Städte Buchara und Chiva, die wir anschließend besuchen. Beim Grenzübergang Taschen reisen wir nach Kasachstan ein. Da die Stadt Samarkand wegen dem Staatspräsidententreffen sicher noch 5 Tage gesperrt bleibt, hat Dima ein Überbrückungsprogramm ausgearbeitet. Nach einer Übernachtung in Taschkent geht's an den Aydarkulsee. Genau so holpert auf der Straße. In der Bäckerei. Das ist noch warm und schmeckt lecker, he? Das ist so nicht gut, das Schatten. Die Zufahrt vom letzten Dorf Uchkulach zum Ufer des Sees erweist sich vor allem von der Navigierung her als schwierig. Nach Gena. Google Maps oder Organic Maps zeigen verschiedene Routen. Alle scheinen für unsere Wohnmobile nicht fahrbar. Wir sind, glaube ich, auch noch nie am See gewesen. Wir fragen Einheimische und schlussendlich finden wir eine fahrbare Piste mit nur wenig Steilheit und mit niedrigem Tempo für alle Wohnmobile machbar.
Am Eidar-Kuhlsee gewährt uns die Rennleitung nach den vielen Fahrtagen einen wohlverdienten Ruhetag. Wenn ich das eigentlich muss ablösen. Probieren. Du musst dich durchschessen. Nein, ich habe mir die Lücke schon geschlossen. Ich mache ihn einfach ab einer gewissen Länge maximal. Wir haben freie Sicht auf den See und das als Vorsichtsmaßnahme, damit wir nicht einsinken. Was kannst du da fressen? Guck jetzt, kommt. Jetzt haben sie es. Au! Au! Hebt die Socke. Du bist mal das ganze Brot fressen. Am Abend verscheuchen uns Massen von Mücken ins Wohnmobil. Wir sind die Letzten der Gruppe, die den Platz heute Morgen verlassen. Vorsichtig kämpfen wir uns über den Hügel und auf der Piste zurück auf die Hauptstraße. Im kleinen Städtchen Nurotta verweilen wir eine Nacht. Der Ort besitzt eine stark frequentierte, hübsche Wallfahrtsstätte. Dazu gehören die Gedenkmoschee Cil Ustun aus dem 10. Jahrhundert. Die Pandivakta-Moschee aus dem 16. Jahrhundert. Ein kleines, feines Mausoleum von einer unbekannten Person. Eine Attraktion ist die heilige Quelle. Im klaren Wasser leben Forellen, die wir mit Brot füttern. Aber angeln oder die Fische fangen, ist strengstens verboten. Ein langer Fahrtag. Rechts und links der Straße, überall sind weiße Baumwollfelder zu sehen. Seit einer Woche ist die Baumwollerntesaison in Usbekistan wieder in vollem Gange. Das Feld ist voller Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Pflanzen sind nicht so hoch, ich sehe nur gebeugte Rücken. Wer pflückt, geht von Pflanze zu Pflanze, zupft die weißen Büschel ab und legt sie in einen Sack. Maschinen sind keine auf dem Feld zu sehen. Hier wird alles mit der Hand gepflückt.
Nur ein Anhänger steht bereit für den Abtransport der Baumwolle. Es sieht aus wie bei der Feuerwehr. Wir übernachten im kleinen Dorf Korateri vor der Stadt Samarkand bei einer usbekischen Familie. Wir parken die Straße vor dem Haus zu und natürlich auch das Grundstück. Zur Begrüßung gibt es Obst, Gebäck und Tee. Die Frauen schmausen im Schneidersitz unter dem Gartenzelt. Er wollte sagen, das ist Natur. Also am Abend ist ein gemeinsames Bloff nach dem Essen angesagt. Das usbekische Nationalgericht aus Reis, Rinds- und Lammfleisch, Zwiebel, Karotten und Gewürzen. Zubereitet im Kessel auf dem Feuer. Für den Tomaten-Gurkensalat helfen unsere Frauen mit beim Rüsten. Wenn so gut gearbeitet wird, dann wir brauchen in Usbekistan so gute Arbeitskraft. So, Sie müssen bleiben. Wir sind sehr billige Arbeitskräfte. Bei einer Nachbarin wird für uns frisches Fladenbrot gebacken. Teilweise natürlich diese Methode, Brot zu backen, geht weg, weil kommen die großen Firmen, große Bäckereien, ins Moderne. Und sowas macht man nur für sich. Und jetzt heute für uns. Er freut sich schon heute. Ja, das ist frisches Brot. Einfach frisches Brot mit etwas Weintrauben. Ja. Das ist die Paradies. Ja, nein, wir brauchen Tische. Schön. Das ist ein Riesenteil. Da hat es Platz, da Petra kommt da. Guten Morgen. Guten Morgen. Noch ein gemeinsames landestypisches Frühstück mit unseren Gastgebern. Dann erhalten wir die Meldung, Samarkand ist wieder offen. Per Zufall landen wir bei der Einfahrt in die Stadt beim Mausoleum Islom Karimov, dem ersten Staatspräsidenten vom unabhängigen Usbekistan. Der Registan ist ein prächtiger Platz und das Herz des antiken Samarkands. Das Ensemble von drei Medresen, ehemalige Koranschulen, übertrifft alles in ganz Mittelasien. Links die Ulugbek-Medrese, in der Mitte die Tillakori-Medrese und rechts die Sherdor-Medrese. Ich filme den Registanplatz am Morgen, am Mittag und in der Nacht. Ich bin jedes Mal überwältigt. Thank you.
Der Hauptsaal der Tilla Cori Medrese ist reich vergoldet. Die Bibi Kaum Moschee in Samarkand ist eine der grandiosesten Moscheen der muslimischen Welt und die größte Moschee Mittelasiens. Der Name Bibi Kaum wird wörtlich übersetzt mit die ältere Prinzessin oder die ältere Frau. Wir besuchen die Grabstätte von Amir Temur. Amir Temur war ein militärischer Anführer und brutaler Herrscher, der in der Geschichte Mittelasiens und auch hier in Samarkand, ja für ganz Usbekistan, eine bedeutende Rolle gespielt hat. Die geriebte Kuppel und die Gewölbewände sind vollständig mit einem Mosaik aus hell- und dunkelblau glasierten Ziegeln, Vergoldungen und Bemalungen bedeckt. Uns begeistert aber der üppig verzierte Innenraum. Die dominierenden Farben sind blau und vor allem gold. Wie steigt ihr das Auto ein? Der Instrumentenbauer Barbur Sharabov präsentiert mit viel Leidenschaft typische Musikinstrumente aus Mittelasien. Das ist gutes Grün. Das ist echt gut. Ja. Bucara ist eine epochale Oasenstadt und liegt wie Samarkand an der alten Seidenstraße. Das 47 Meter hohe Kalon-Minarett gilt als Wahrzeichen der Stadt. Am Abend wird es bunt beleuchtet. Schon früh startet der große Stadtrundgang, alles zu Fuß. Die Grabstätte von Ismail Sumoni umrunden wir dreimal.
Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne heizt die Luft mächtig auf. Wir entfliehen in den überdeckten Basar. Auffallend die vielen kleinen Einmann- oder Einfrau-Handwerksbetriebe. Getragen. So ein Mantel liegt dann zum Beispiel wie hier 8 Kilo. Erholen und etwas verschnaufen dürfen wir im gemütlichen Silk Road Teehaus. Nach dem Sonnenuntergang schlendern wir nochmals und ausgiebig durch die Altstadt und den Bazar von Bucharest. Weiter reisen wir entlang der traditionellen Seidenstraße. Nach Samarkand und Bucharest besuchen wir Chiva. Die vielen Bauten in der Altstadt sind der Beleg für eine vollkommene und noch gut erhaltene orientalische Städtearchitektur. Rund um das Calta Minor Minarett pulsiert auch heute noch das Leben, wie in alten Zeiten. Vor allem das Touristische. Yes, I can't.
Kevin, schau mal. Hey, gut. Das ist genau das richtige Wetter jetzt für dich. Das muss was haben. Ich habe auch Kardamom. Ja, aber probier mal, weil ich glaube, dass das vertauscht worden ist. Auf uns wartet ein Folkloreabend und ein gutes, traditionelles Abendessen. Für den Sonnenuntergang besuchen wir nochmals die Altstadt mit dem Gefühl, das Märchen aus Tausend und einer Nacht könnte wahr werden. In zwei harzigen Fahrtagen, notabene 600 Kilometer, mühen wir uns Richtung Nordwest zur Grenze nach Kasachstan. Ein Schwerlasttransport passiert gerade unter abenteuerlichen Bedingungen zwei Hochspannungsleitungen. Ich glaube nicht, dass diese spannungsfrei sind. Fast jeder hat oder hatte auf diesem Trip irgendwas am Fahrzeug zu schrauben. Max prüft einen gebrochenen Stoßdämpfer. Ich kann noch schauen, aber über Chassis bringe ich es nicht. Der Stellplatz im Ort Kirkitz hat uns eine sehr ruhige Nacht beschert.
Vor uns liegen 260 Kilometer, davon etwa 200 Kilometer in einem extrem schlechten Zustand. Wir sind 8,5 Stunden in Dauerfahrt, quasi ohne lange Pause. Mensch und Fahrzeug werden nochmals hart gefordert. Wir fahren weiter durch die Wüste zur Grenze nach Kasachstan. Es ist frisch und ein Sandsturm vernebelt die Sicht. Die Grenze geht schneller als erwartet, nur die Einfuhr der Wohnmobile und die Versicherung dauern ihre Zeit. Nach 3 Stunden sind wir durch und können in Bainoi, Kasachstan, billigen Diesel bunkern. Ja, es ist kalt geworden. 15 Grad weniger als gestern. Jetzt tun wir tanken da. Diesel. Billiger Diesel. Diese Karte zeigt unseren Reiseweg für die nächsten 2,5 Wochen. Einreise in Kasachstan bei der Grenzstation Tassen. Via Bainoi kommen wir nach Aktau. Hier warten wir geschlagene 11 Tage bis zum Abflug nach Baku und der gleichzeitigen Wohnmobilverschiffung über das Kaspische Meer. Im Hafen von Baku nehmen wir die Wohnmobile in Empfang und uns bleiben dann 5 Tage Zeit, das Land Aserbaidschan zu verlassen. Nebst der Hauptstadt Baku sehen wir uns die Felsenreliefs im Gobustan-Park an. Und 2 Tage verbringen wir in der historischen Stadt Şəki. Am 11. Oktober überqueren wir dann die Grenze Aserbaidschan-Georgien bei Lagodeci. Die letzte Fahretappe in Mittelasien steht heute auf dem Programm. Mit 464 Kilometern eine sehr lange. Aber die Fernstraße A33 ist perfekt. Nach dem Dach der Welt, Pamir, vor geraumer Zeit, kommen wir heute am tiefsten Punkt unserer Reise, bei 116 Meter unter dem Meeresspiegel vorbei.
Jetzt verweilen wir schon 9 Tage in Aktau, so richtig urlaubsmäßig. Wir campieren auf dem Parkplatz hinter dem Holiday Inn. Ihr seid ja eine Übermacht. Ja. Nur Schweizer habe ich jetzt gegen zuletzt. Ja, Wahnsinn. Ich würde das auch ziehen. Am 3. Oktober feiert Deutschland den Unabhängigkeitstag. Die Deutschen laden die Schweizer zum Bowling ein. Dazu gibt es Bier, Wein und Pizza als Meterware. Wir verdrücken locker 4 Meter. Das ist gut. Ah, schade. Schade. Am Schluss noch, hä? Ein Nachtflug mit Fly Aristan befördert uns von Aktau, Kasachstan, nach Baku, Aserbaidschan. Nach 2,5 ereignisreichen Monaten sagen wir Mittelasien nun endgültig Goodbye. In Baku warten wir sehnlichst auf unsere Wohnmobile. Erstmals seit Wochen grauer Himmel und Kälte. Sofort stellen wir fest, dass Baku nicht viel mit den Städten in Mittelasien gemeinsam hat. Viel moderner und ein Tummelfeld für Architekten. Ein Beispiel sind die 3 Feuertürme hinten. Oder auch dieses futuristische Kulturzentrum. Diese Allee ist zugleich Friedhof und Mahnmal für ein Massaker von 1990. In der Nacht zum 20. Januar stürmen sowjetische Soldaten die Stadt Baku, um die Unabhängigkeitsdemonstrationen gewaltsam aufzulösen. Wir zählen 147 Gedenktafeln. Beschwingt machen wir einen Ausflug zu den steinzeitlichen Felsgravuren in Gobustan. Teilweise sind nur noch Fragmente erkennbar und dann wieder klare Darstellungen von Menschen und Tieren. Unsere Wohnmobile sind in Aserbaidschan angekommen. Juhui! Thank you. Thank you. Auf dem Weg zur Grenze nach Georgien machen wir noch einen Halt in Tscheki. Mit 2700 Jahren die älteste Stadt in Aserbaidschan. Von 2 Linienbussen werden wir zur Stadtführung abgeholt. Mein Name ist Osman, in Deutsch Ostmann. Ostmann.
Zuerst besuchen wir eine Gedenkstätte für die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg. Das Highlight ist die ehemalige Sommerresidenz der Kane, also der Herrscher von Jackie. Im Palast gilt ein hartnäckiges Fotografier- und Videoverbot. Das sind Aufnahmen von Werbeplakaten vor dem Palast. Dieser Handwerksbetrieb fertigt schon in der dritten Generation die in Holz gefassten Glasmosaikfenster und hilft mit bei den Renovationen auf dem Palastgelände. Interessant auch der Besuch einer künstlerischen Keramikwerkstatt. Draußen sind kreative Arbeiten aufgestellt. In der Altstadt von Jackie steht eine Karawanserei aus uralten Zeiten, die vor vielen Jahren zu einem Hotel umgebaut wurde. Zum Abschluss der Stadtführung großer Süßwareneinkauf in der Bäckerei. Thank you. Jetzt ist da. Wir sind mindestens also von der letzten, ne? Weil im August gibt es keine Daten. Das Verlömen Schecki geht Richtung Grenze Aserbaidschan-Georgien. Unsere Wohnmobilkarawane zieht durch viele ländliche Dörfer weiter nach Georgien. So gut. Ja. Jetzt setzen wir wieder. Telefritze, du gehst auch noch eine durch. Jetzt fährt die Kostik. Da können wir es vergessen. Am 11. Oktober 2022 verlassen wir Aserbaidschan nach Georgien. Jetzt kommt der Militarist. Hörst du? Warum der? Links.